Aber eigentlich wollte ich gerade gucken, wie es mit den Fallen funktioniert. Neue Räume stehen zum Bau zur Verfügung. Eine Zurückblasventilatormaschine. Oh, vielleicht muss man die gar nicht verbinden. Das geht automatisch. Also ich weiß jetzt nicht, was diese roten Kreise da bedeuten. Hm. Da kam gerade so ein gelber Pfeil. Ach du. Hä? Okay, ich glaube, ich habe gerade was verbunden. Da kommt so ein... Genau. So ein Verbinden-Symbol taucht da gerade auf dem Cursor auf. Aber macht nichts. Hm. Na, das ist irgendwie komisch. Also ich drücke jetzt gerade mit der linken Maustaste, dann wird das gelb. Jetzt kann ich es mit dem da verbinden. Oh, okay. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade die Ventilatoren miteinander verbunden. Das bringt nicht wirklich viel, rechte Maustaste. Den mit dem verbinden. Den mit dem verbinden. Den mit dem verbinden und den mit dem verbinden. Damit eigentlich jetzt alle Druckplatten mit allen Ventilatoren verbunden sind. Das sieht echt konfus aus. Müssen wir mal gucken, ob es funktioniert. Aber ich denke, in den Kommentaren wird da eh jemand schon schreiben, wie das funktioniert. Es gibt ja doch einige, die das Spiel wohl schon länger gespielt haben. Und das ist auch ganz gut so. Das mag ich wesentlich lieber, als irgendwas in einem Wiki oder Komplettlösung oder sonst was nachzugucken. Wenn halt so nach und nach in den Kommentaren Tipps kommen. Oh, ist ja ganz schön ausgelastet hier. Vielleicht sollten wir doch wieder ein paar Jungs losschicken. Zu Lord Kane. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Aber wir hatten doch hier irgendwo diese Bücherhallenaktion. Genau das da. Mindestens 2 Arbeiter. Okay. Also ja, wir schicken erstmal 5 oder 6 Leute dahin und dann gucken wir weiter. Und jetzt schauen wir, was wir für neue Räume bekommen haben. Zack. Ein Speisesaal. Ist bestimmt für die Moral recht wichtig. Ein Aufenthaltsraum, ein Kontrollraum. Ausbildungsraum, das Allerheiligste. Oh, sehr schön. Oh, und ich sehe gerade, unsere Energie ist ganz schön knapp. Wir haben 20 und 19 werden abgezogen. Ja, also brauchen wir ganz schnell Generatoren. Die bauen wir mal hier hin. Erstmal nur so klein. Und das können wir nach hier immer weiter erweitern. So. Weiter. Neue Räume wurden in Auftrag gegeben. Ein Stromgenerator, ein Kondensgenerator. Unterschied? Strom ist äußerst wichtig. Wenn Sie nicht genug Strom produzieren können, schaltet sich Ihre Basis ab und lässt Sie schutzlos im Dunkeln. Bauen Sie schnell mehr Generatoren. Ja. Und ich würde gerne den Unterschied wissen zwischen den Generatoren, die ich bauen kann. Kondensator. Achso, man braucht beides. Brauchen wir viel mehr Platz. Stopp. Wir hätten gerne das hier ein wenig weiter ausgebaut. So. So. Weiter. Wir hätten gerne da eine Ecke, einen Stromgenerator. Und wir hätten gerne da unten ruhig an der Wand lang die Kondensatoren. Und Überwachungskameras. Von hier direkt Richtung Tür. Das sieht doch gut aus. Das sollten wir übrigens überall mal hinbauen. Können wir die auch einfach so einen Korridor bauen? Das wäre ganz schick. Bauen. Überwachungskamera. Oh ja. Oh, es wird sogar angezeigt, in welchem Radius das abgedeckt wird. Sehr gut. Also du baust bitte einmal... Da. Und da. Damit man sich nicht drunter durchschleichen kann. Das kenne ich ja schon. Ich habe genug Metal Gear Solid gespielt. Da lehnt man sie einfach an die Wand und dann ist alles gut. Aber nee, nee, nix da. Jetzt sind auf beiden Seiten welche und müsste alles abgedeckt sein. Was bist du? Ein erbärmlicher Smash-Ermittler. Oh, gefangen nehmen. Dass die einfach hier so reinspazieren können und keiner merkt was, das ist ja auch sehr irritierend. Der versucht gerade da einzubrechen. Das wäre nicht gut, da sind nämlich die Leichensäcke. So,
Da kommen die ersten Angestellten. Sehr gut, prügelt die nieder. Zack. Ja. Sehr schön. Mal gucken, welchen Job wir da rauskriegen. Ich hoffe ja Wächter. Weil Ermittler würde als Job nicht wirklich viel bringen, unseren Jungs, denke ich mal. Aber gut, wir wollten weiter Kameras aufbauen. In der Hoffnung, dass sie nicht zu viel Strom verbrauchen. Doch, die verbrauchen Strom. Mist. Du abbrechen. Du abbrechen. Da müssen wir erstmal warten. Weil wir haben jetzt ja schon hier irgendwo eine Kamera. Ja, wo war das? Irgendwo hatten wir schon eine Kamera aufgestellt. Und die wird den letzten Punkt Energie, den wir noch haben, raussaugen. Also wir müssen erstmal warten, bis das hier fertig gebaut wird. Und es wird schneller fertig gebaut, wenn ich es auch anfange. Sehr gut. So, ist der da schon wieder wach? Ja, ist er. Dann geben wir ihm doch mal den Verhören-Tag. Zack. Und ich bin ja glatt versucht, noch eine Verhörzelle zu bauen, nur für den Fall, dass gleich wieder irgendjemand hier reintorkelt. Aber unser Geld wird doch langsam weniger. Oh. Es könnte auch sein, dass es ähnlich ist wie in Dwarf Fortress mit den Betten und Tischen. Dass die Sachen einfach nur da sein müssen, aber nicht jeder braucht ein festes Bett. Sondern wir haben jetzt 6 Schlafmöglichkeiten und je nachdem, wer müde ist, legt sich einfach hin. Und es ist recht unwahrscheinlich, dass 6 Leute gleichzeitig müde sind. Ich glaube, ich baue einfach noch ein paar mehr Spinte. So. So. Und so. Sehr gut. Da wird jemand verhört. Mal gucken, was für Symbole von dem wegfliegen. Bisher gar keine. Der kriegt nur irgendwie immer komische Pfeile nach oben. Das ist eine super Folter. Du bietest ihm eine Zigarette an und nimmst sie dann wieder weg. Hm? Oh, weia. Ja, die müssen echt noch ausgebildet werden, wie man Leute richtig foltert. So, das wird gebaut, das wird gebaut. Gucken wir mal kurz auf die Weltkarte. Tada, die Jungs sind da. Wir kriegen 2000 alle 60 Sekunden. Also mal locker doppelt so viel wie nur mit Kane. Wollen wir jetzt mal probieren, dass da... Ah, das ist so konterintuitiv. So, das hier können wir... Bauen Sie mehr Kontrollkonsolen, um diese Informationen aufzudecken. Noch mehr? Wir haben doch schon recht viele. Hm. Okay. Das mache ich dann mal kurz. Wir haben jetzt schon 3. Kontrollraum. Was genau meinen die jetzt mit Kontrollkonsolen? Wir haben unsere Bedientafel und wir haben unsere Speicherbänke. Ich guck nochmal ganz kurz. Zack. 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 Da. Bauen Sie mehr Kontrollkonsolen. Es gibt keine Kontrollkonsolen. Bauen wir einfach beides. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. So. 50.000. Es dürfen keine unerwarteten Kosten kommen. Sonst haben wir ein Problem. So, er läuft hin und her, okay. Das Verhör ist wohl fertig. Oh, was ist denn das da? Ein erbärmlicher Pampers-Ermittler. Hm, noch einer und noch einer. Das ist nicht gut. Jetzt die Frage, was wir machen. Wir können die einfach umbringen, aber ich denke mal, da werden mehr kommen. Und wir können versuchen, sie zu verhören. Weil die sehen anders aus als der andere eben. Ich glaube, wir bringen den mal um und den nehmen wir gefangen. Mal gucken, wie sie überhaupt bewegen. Bisher scheinen sie immer alle, die hier reinkommen, als allererstes zu der Tür zu wollen. Das heißt, die gehen gar nicht erst weiter. Ha, also müssten wir vielleicht ein paar mehr Fallen hier in dem Korridor bauen. Ja, versucht einzubrechen. Elender Mistkerl. Achtung, Eindringling! Sicherheitsvorkehrungen
Sicherheitstür wurde umgangen. Sehr schön, wenigstens gibt es da eine Warnung. Und sie finden einen Leichensack. Und schießen auf den Leichensack. Sehr kurios. Jungs, macht ihr mal was? Sehr gut. Komm schon. Schießt bitte alle auf denselben. Oh, Krankenstation, sehr schön. Oh, die sind ja richtig gut. So, der eine ist tot. Oder ohnmächtig? Nee, der ist schon tot. Einer von uns ist aber auch tot. Und der wird jetzt gefangen genommen. Sehr schön. Hoffentlich kriegen wir den endlichen Militärbedienstete. So, Angestellte. Wir brauchen wieder mehr. Ach, das bleibt auf 16 stehen. Sehr gut. Also, die Leichensäcke können gleich nebenan wieder eingelagert werden. Das ist schon mal praktisch. Und er kann gleich verhört werden. Und schon wieder einer. Du wirst getötet. Also ich weiß nicht, was man sonst machen könnte. Eigentlich würde ich gerne die wieder irgendwie wegschicken. Wir können einfach mal so. Der wird jetzt einfach nur verprügelt. Vielleicht geht er danach automatisch weg. Weil wir können, glaube ich, nicht einfach irgendjemanden, also jedes Mal, wenn jemand reinkommt, die umbringen. Dann werden es einfach immer, immer mehr. Weil die Leute halt merken, oh, unsere Agenten gehen da verloren. Wir müssen da irgendwie ein bisschen geschickter vorgehen. Was waren das gerade für Nachrichten? Ein Bediensteter ist eliminiert worden. Krankenstation freigeschaltet. Auch sehr schön. Wir müssen erstmal Leute verlieren, bevor die auf die Idee kommen. Oh, wir könnten ja eine Krankenstation gebrauchen. So, du wirst bitte verhört. Verhör des Gefangenen in Auftrag gegeben. Warte auf Auswahl des Verhörgeräts. Achso, da drauf. Und der will jetzt auch wieder einbrechen. Ja, schau mal, schau mal. Die ganzen Jungs sind hier draußen am rumtappern. Und sind auch ganz schön langsam. Was ist mit dir los? Alles okay. Warnung, Hochsicherheitstür wurde durchbrochen. Oh, kriegt man ja richtigen Schock. So, er macht ein Bild. Und wird jetzt versuchen zu fliehen, nehme ich mal an. Nee, tut er nicht. Er ist gierig. Er will mehr. Das wird zu deinem Verhängnis. Guck doch mal in die Tür rein. Dann bist du gleich näher an der Gefängniszelle. Oh, wir können gucken, wie es mit den Fallen funktioniert. Komm, 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 komm. Nee, komm hier hin. Komm schon, komm schon, komm schon. Da sind so lustige Dinge an der Wand. Die musst du unbedingt fotografieren. Und was machst du? Du willst sie verhören. Also anscheinend können wir das mit dem Schwächen nicht machen, weil wir nicht die genötigen... Oh oh. Das war jetzt nicht klug. Okay. Also wir hatten den einen ja markiert zum Schwächen. Aber da wir wohl nicht die richtigen Bediensteten dafür haben, konnte er nicht geschwächt werden und alle haben ihn in Ruhe gelassen. Als er den Tag gewechselt hatte, war es genau zum falschen Zeitpunkt. Aber, na gut. Der ist jetzt tot. Haben wir noch irgendwelche Leute hier? Oh, wir haben Zivilisten. Okay. Das heißt, wenn wir irgendwo mal hier einen Security-Menschen sehen, der hier Urlaub macht, sollten wir ihn sofort gefangen nehmen. Da ist schon wieder so einer. Aber wir sollten warten, bis er in unserer Basis ist, bevor wir ihn niederprügeln. Hier draußen wäre das ein wenig auffällig. So, du kommst da rein, sehr gut. Und du wirst wieder verhört. Da. Wählen Sie ein Verhörgerät aus, um fortzufahren. So. 41.000. Kommt nicht wirklich viel rein. Ich bin sonst versucht, hier Druckplatten hinzubauen. Einfach nur, um zu gucken, wann jemand reinkommt. Denn bisher ist mir immer nur durch Zufall aufgefallen, weil ich immer diesen langen Korridor hier lang tapper. Generator ist übrigens da. Wir haben 35 plus, 23 minus. Sehr schön. Oh. Ein Kammerdiener-Bediensteter. Was ist für den Kammerdiener gut?
Kammerdiener sind Servicebedienstete, deren Aufgabe es ist, für den reibungslosen täglichen Ablauf in ihrer Basis zu sorgen. Sinkt ein überarbeiteter Bediensteter erschöpft zu Boden, wird er von den Kammerdienern zur Kaserne getragen, wo er sich ausschlafen kann. Nur Kammerdiener wissen, wie man Feuerlöscher benutzt. Kammerdiener sind zwar im Kampf nicht sonderlich nützlich, können aber mit ihren psychologischen Attacken die Aufmerksamkeit ihrer Opfer so sehr mindern, dass diese unachtsam in die nächste Falle rennen. Im späteren Verlauf des Spiels stehen ihnen noch bessere Servicebedienstete zur Verfügung. Okay. Also die sind wirklich zum Ablenken da. Aber dafür werden wir erstmal einen Ausbildungsraum brauchen, um noch mehr davon herzustellen, in Anführungszeichen. Und dafür fehlt einfach das Geld. Oh, wir haben einen neuen Auftrag. Viele neue Aufträge. Kopf der Unterwelt. Es kann nur ein kriminelles Superhirn geben. Stellen Sie sicher, dass Sie es sind. Laden Sie alle Größen der Unterwelt zu einem Gipfeltreffen auf Ihrer Insel ein, um Ihnen klarzumachen, wie die Dinge liegen. Rufen Sie die Unterweltbosse zusammen. Verbrecherkönige sind von der zur Schaustellung von Reichtum genauso beeindruckt wie fiese Genies. Deswegen benötigen Sie eine prunkvolle Umgebung, die der Zusammenkunft der kriminellen Superhirne angemessen ist. Bauen Sie zur Vorbereitung dieser ruchlosen Delegation ein Allerheiligstes und einen Konferenztisch. Oh, noch eine Menge andere Missionen. Aber gut, das gucken wir uns erstmal später an. Jetzt gibt es einen kleinen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge. Achso, ich sollte vorher nochmal abspeichern. Steuerung L. Nee. Speichern. Dumm, 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 dumm. Nach Folge 5. So, sehr schön. Das muss ich euch nochmal zeigen. Steuerung L. Das da. Das lasse ich jetzt nochmal so ein paar Sekunden laufen. Wir sehen uns dann gleich wieder.